Nachdenkseiten. Die kritische Website. Bundesregierung. Israel hält sich an IGH-Verpflichtungen, Gewalt gegen Zivilisten einzudämmen. Ein Artikel von Florian Warweg. Am 12. Januar hatte der Internationale Gerichtshof IGH in Den Haag den israelischen Staat völkerrechtlich verbindlich dazu verpflichtet, die Gewalt gegen palästinensische Zivilisten einzudämmen und diese besser zu schützen. Mittlerweile ist über ein Monat vergangen und die Zahl der getöteten Zivilisten steigt weiter an. Sie liegt laut UN-Angaben mit Stand 15. Januar bei über 28.600. Erst kürzlich hat die israelische Armee Flüchtlingslager in Rafah bombardiert. 378.000 Zivilisten im Gazastreifen werden von UNOCHA, derzeit der Phase 5, bei einer Hungersnot zugeordnet. Das heißt Katastrophenlevel. Die Nachdenkseiten wollten vor diesem Hintergrund wissen, auf Grundlage welcher konkreten Erkenntnisse die Bundesregierung nach wie vor behauptet, Israel halte sich an die IGH-Vorgaben und würde die Gewalt gegen Zivilisten eindämmen. Ein anderes Thema. Der IGH hat am 12. Januar Israel dazu verpflichtet, Gewalt gegen Zivilisten im Gazastreifen oder allgemein palästinensischen Gebieten einzudämmen und diese auch besser zu schützen. Jetzt ist über einen Monat ins Land gegangen. Wir sind mittlerweile bei über 28.000 Toten. Erst kürzlich hat Israel in Rafah auch palästinensische Flüchtlingslager bombardiert und laut UNOCHA werden 400.000 Palästinenser am Gazastreifen der Phase 5 bei Hungersnöten zugeordnet, das heißt Katastrophenlevel und vom Hungertod bedroht. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, auf welchen konkreten Erkenntnissen die Bundesregierung nach wie vor behauptet, das letzte Mal im Namen der Bundesregierung durch Staatssekretärin Susanne Baumann vor dem Bundestag am 7. Februar, dass Israel sich an diese Vorgaben des IGH hält und palästinensische Zivilisten besser beschützt. Also vielleicht, um es mal zu sortieren, Herr Warweg, der Internationale Gerichtshof hat am 26. Januar, wie Sie ja richtig sagen, einstweilige Maßnahmen erlassen, die völkerrechtlich verbindlich sind und die für Israel gelten. Und der IGH hat ja Israel auch aufgetragen, innerhalb eines Monats dazu zu berichten, wie diese Vorgaben umgesetzt werden. Insofern würde ich diesen Bericht jetzt erstmal abwarten. Zur generellen Lage kann ich Sie verweisen auf die Aussagen der Ministerin erst gestern wieder bei einer Pressekonferenz mit dem palästinensischen Amtskollegen, wo sie sich ja hinreichend zur Lage eingelassen hat. Insofern ist, glaube ich, unsere Haltung klar bekannt. Sie wissen sehr genau, dass wir, und die Ministerin ist ja heute auch nochmal im Nahen Osten unterwegs, wird Gespräche in Israel führen mit unseren Partnern dort, verschiedenen Gesprächspartnern, dass wir einerseits unterstreichen, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen und gegen die Hamas vorzugehen und entsprechende Operationen zu führen. Und gleichzeitig eben auch gilt, dass bei diesen Operationen der Schutz der Zivilbevölkerung, so wie es ja das humanitäre Völkerrecht auch vorgibt, prioritär sein muss und Israel die Menschen dort im Gazastreifen schützen muss. Wir sind auch der Auffassung, dass sie sie besser schützen muss. Das sagen wir auch unseren israelischen Gesprächspartnern. Aber es ist weiterhin eine extrem komplexe Situation, in der noch über 100 Menschen in der Geiselhaft der Hamas sind. Es sind ja erst kürzlich wieder zwei, Gott sei Dank, befreit worden. Diese Menschen müssen freigelassen werden und die Hamas operiert weiter aus Gaza gegen Israel. Und insofern ist das, glaube ich, habe ich jetzt in sehr vielen Worten das dargestellt, was Sie ohnehin als Position der Bundesregierung kennen. Aber meine Frage war ja, also Ihre Staatssekretärin Frau Baumann hatte am 7. Februar auf Nachfrage eines BSW-Abgeordneten erklärt, die Bundesregierung geht davon aus, dass sich Israel an diese Anordnung des IGH hält. Und ich würde ganz gerne wissen, das war eine klare Parteinahme, wo ich sage, Israel hält sich daran. Und ich würde ganz gerne wissen, auch aufgrund der geschilderten Vorfälle der letzten Wochen, auf welchen konkreten Erkenntnissen die Bundesregierung sagt, Israel hält sich an diese Anordnung des IGH. Das hat sich mir aus Ihrer Antwort nicht erschlossen.
Also Israel ist ja Partei dieses Verfahrens und hat sich ja auch eingelassen in dem Verfahren und wird auch sicher der Berichtspflicht nachkommen. Insofern sehe ich nicht, dass Israel sich nicht sozusagen an das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof hält. Und wie Israel diese Vorgaben umsetzt, wie es sich auch die Vorgaben des internationalen, des humanitären Völkerrechts in der Operation umsetzt, das müssen Sie jetzt schon Israel fragen. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann können wir das Thema wechseln, wenn es Fragen zu anderen Themen gibt. Hintergrund. Am 7. Februar erklärte die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt Susanne Baumann gegenüber dem Bundestag, dass sich Israel aus Sicht der Bundesregierung an die völkerrechtlich verbindliche Anordnung des IGH halte. Zitat: Die Bundesregierung geht davon aus, dass Israel sich an die Anordnung hält. Zitat Ende. Vorausgegangen war eine sogenannte schriftliche Frage des BSW-Abgeordneten Andrei Hunko. Dieser wollte unter anderem von der Bundesregierung wissen: Inwieweit hält die Bundesregierung auch nach der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes IGH, welcher die Klage gegen Israel wegen Verstößen gegen die Völkermordkonvention für grundsätzlich zulässig erklärt und Israel unter anderem dazu verpflichtet hat, Gewalt gegen palästinensische Zivilisten einzudämmen, auch weiterhin an ihrer Nebenintervention vor dem IGH fest, die von Regierungssprecher Steffen Hebestreit unter anderem mit der Äußerung begründet wurde, der Vorwurf eines Genozids im Gazastreifen entbehre jeder Grundlage. Und welche konkreten Schritte wird die Bundesregierung unternehmen, um der Forderung des IGH nach einem besseren Schutz von Palästinensern zur Umsetzung zu verhelfen? Zitat Ende. Im Schrifttext ist die Antwort des Auswärtigen Amtes von Susanne Baumann verlinkt. Dort heißt es: Der Internationale Gerichtshof IGH hat am 26. Januar in dem in der Fragestellung genannten Verfahren eine Anordnung vorsorglicher Maßnahmen im vorläufigen Rechtsschutz getroffen. Diese dienen der Sicherung der verfahrensgegenständlichen Rechtsgüter, ohne dass hierdurch eine Entscheidung in der Hauptsache vorweggenommen wird. Die abschließende Entscheidung, ob Israel gegen Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention verstoßen hat, bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. In diesem Hauptsacheverfahren beabsichtigt die Bundesregierung, wie sie das bereits in anderen nach der Völkermordkonvention vor dem IGH eingeleiteten Verfahren getan hat, dem Gericht im Rahmen einer sogenannten Intervention nach Artikel 63 des IGH-Statuts ihre Rechtsansicht zur Auslegung der relevanten Normen der Völkermordkonvention darzulegen. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte sieht die Bundesregierung sich in einer besonderen Verantwortung, für die Integrität der Völkermordkonvention einzutreten. Die Anordnung des IGH ist völkerrechtlich verbindlich. Die Bundesregierung geht daher davon aus, dass Israel sich an die Anordnung hält. Als größter humanitärer Geber für die besetzten palästinensischen Gebiete hat die Bundesregierung diese Erwartung sowohl bilateral gegenüber Israel als auch öffentlich kommuniziert. Zitat Ende Susanne Baumann. Doch die im Schrifttext verlinkten UN-Berichte zeigen ein anderes Bild auf. Laut UNOCHA, dem Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten, befinden sich aktuell 2,2 Millionen palästinensischer Zivilisten in unmittelbarer Gefahr einer Hungersnot. 378.000 werden von der UN bereits der Phase 5 bei einer Hungersnot zugeordnet. Das heißt in der UN-Definition Katastrophenlevel, extremer Nahrungsmittelmangel, Hunger und Erschöpfung der Bewältigungskapazitäten. Ebenso steigen unablässig die Opferzahlen durch die Bombardierung ziviler Ziele im Gazastreifen, zuletzt verstärkt auf Flüchtlingslager in Rafah im Süden Gazas. Ein Gebiet, das zuvor von der israelischen Regierung zum sicheren Fluchtgebiet erklärt worden war. Angesichts dieser Zahlen und Entwicklungen lässt sich die Haltung der Bundesregierung, Israel halte sich an die IGH-Vorgaben, mit dem Begriff Zynismus wohl nur noch unzureichend umschreiben. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.